Die Osmich ist Hersteller hochwertiger Denim-Jeans und Freizeitbekleidung. Was uns dabei besonders auszeichnet, ist die Tatsache, dass wir in Betrieben fertigen, die der Osmich-Gruppe zu 100% gehören. Das versetzt uns in die Lage, sowohl Sozialstandards, Produktionsprozesse und auch Qualitätsstandards komplett in eigenen Händen zu haben. Wir haben von der DEG einen Kredit in Höhe von 8 Millionen US-Dollar erhalten. Wir haben diesen Kredit verwendet, um unseren Betrieb in Vietnam zu bauen. Die Bauphase hat circa ein Jahr gedauert und wir haben den Betrieb letztes Jahr im Dezember eröffnet. Der Betrieb besteht aus zwei Hauptgebäuden. In einem befindet sich der Nähbetrieb mit 13 Produktionsbändern und in dem anderen Gebäude die Wäscherei mit vielen Waschmaschinen und Trocknern, die höchstem Standard entsprechen. Wir beschäftigen derzeit 1200 Mitarbeiter bei PMV und zahlen diesen Mitarbeitern übertarifliche Löhne. Darüber hinaus bieten wir unseren Mitarbeitern die Chance, in einem voll klimatisierten Betrieb zu arbeiten. Wir haben bei PMV eine sehr große und moderne Kantine, in der wir einen Koch beschäftigen, der den Mitarbeitern das Essen täglich frisch zubereitet. Im Hinblick auf den Umweltschutz möchte ich auf zwei Aspekte eingehen. Auf der einen Seite die eigenen Kläranlagen, die wir jeweils den Betrieben zugeordnet haben. Wir sind hier in der Lage, Wasser in höchstem Standard aufzubereiten. Auf der anderen Seite setzen wir im Bereich der Meterwaren auf Qualitäten aus Biobaumwolle, sodass wir in der Lage sind, von dem Anbau der Baumwollpflanze bis zum fertigen Produkt den kompletten Wertschöpfungsprozess in der eigenen Hand zu haben. Im Hinblick auf Ressourceneffizienz setzen wir auf der einen Seite auf LED-Beleuchtung im kompletten Betrieb, auf der anderen Seite verwenden wir in der Wäscherei spezielle neue Waschverfahren, die komplett ohne den Einsatz von Wasser auskommen. Wir haben uns für die DEG entschieden, weil die DEG uns zum einen attraktive Konditionen angeboten hat und zum anderen in Finanzierungsfragen für uns ein verlässlicher Partner ist. Dazu war es für uns wichtig, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, für den die Einhaltung der Sozialstandards auch im Vordergrund steht, da dies für uns in der Unternehmensgruppe auch von großer Bedeutung ist und wir sehr stark darauf achten, dass alle Sozialstandards in unseren jeweiligen Betrieben eingehalten werden. Die Zusammenarbeit mit der DEG hat sich als ausgesprochen kooperativ und partnerschaftlich erwiesen. Um es mit den Worten von meinem Geschäftsführerkollegen Molly Hui in Hongkong zu sagen, die Zusammenarbeit war smooth as silk.